Do you think this is your time? So, meine Freunde, willkommen zurück hier bei Dead by Daylight. So, ich hoffe, ich lade das in der richtigen Reihenfolge hoch. Das hier ist die Runde nach der Krankenschwesterrunde, in der so scheiße, in der die auf den Steinen standen, was ziemlich scheiße war. Ja, ich hoffe mal, ich finde nicht nochmal solche Leute. Weil das ist schon ziemlich traurig, sowas zu benutzen. Ich weiß, einige finden es lustig, die in der Runde dachten vielleicht, sie machen nichts falsch und fanden sich witzig. Und wir spielen gegen eine Krankenschwester. Nachdem ich die Krankenschwester gespielt habe, spielen wir gegen eine Krankenschwester. Super, ich bin so tot. Ich kann selber die Nurse schlecht spielen, aber dagegen kann ich gegen die Nurse genauso schlecht spielen. Ja. Und sie hat natürlich, wie es für eine Nurse üblich ist, Thanatophobia. Da hinten ist sie. Okay, wir arbeiten erstmal weiter. Der Doktor ist von der Russischen Föderation. Ah, habe ich in seinem Profil gesehen. Ich stalke nämlich gerne. Das wissen vielleicht einige schon, die meine Videos verfolgen oder die Streams. Ich gucke mir immer gerne an, mit wem ich denn das spiele. Bei diesem SS-Typen da unten konnte ich es nicht sehen, weil der ein privates Profil hat. Aber meistens sind das immer nicht die Deutschen, die sich so nennen, sondern irgendwie Russen oder Polen. Ich glaube, ich habe auch schon Amerikaner gesehen, die sich irgendwie so genannt haben. So eine nationalsozialistischen Namen und so weiter. Ich meine, ich finde das nicht schlimm. Sollen sie machen. Die haben immerhin Humor. Ah, sie hat mich... Flink! Ich habe schon mal gesehen, dass einer geschafft hat, die Krankenschwester mit der Palette zu treffen, während sie geportet hat. Das war schon nice. Oh, ich habe ihn wieder verkackt. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Hebst du ihn dir auf oder usest du ihn? Dann use ich ihn aber zu spät. Ah, Mann. In der letzten Survivor-Runde kamen wir ja nicht mal am Haken, aber diese hier... Ja, das ist ja Michael ja noch die Freiheit geschenkt, aber jetzt eher weniger. Boah, und sie bleibt in der Nähe. Oder? Okay, die haben zu dritten Generator gemacht. Geht natürlich deutlich besser, wenn Thanatophobia am Start ist. Komm schon! Heile mich! Heil mich! Heile mich! Ich kann nicht singen, ich höre auf damit. Qualitätsoffensive 2018! Danke! Los, der hier oben ist fast fertig. Oh, die kann ich hochporten. Flink. Flinky Flink Boy. Ich mach mal kurz hier und so nötmäßig, ne? Der Totembeauftragte! Oh. Hat er eventuell das Perk dabei, dass er Fähigkeitenchecks verkacken kann?
Okay. Er macht da oben weiter. Ich würde sagen, wir kloppen den denn hier mit ihm durch und gehen dann SS heilen. Oder retten. Oh, hier ist noch... Gucken, wie schnell sie herkommt. Da oben ist jetzt auch fertig. Oh, und ein lilanes Medikit. Da ist noch ein Totem. Das kloppe ich mal weg. Ah, meine Fresse. Der David ist da hingegangen. Also würde ich sagen, wir suchen den letzten Generator. Oder einen der letzten Generatoren. Lass mir! Ach, hier ist auch noch ein Generator. Oh, die ist jetzt nicht wirklich am Campen. Oh, wir sind alle verletzt. Ich use mal das Medikit. Komm her, komm, komm. Heilen muss ich ja auch. Oh, da ist ein Generator bei ihr. Scheinkleiste. Hier ist auch noch eine. So, wir kloppen ihn durch und dann würde ich sagen, machen wir den Generator. Wenn sie damit campen beschäftigt ist, haben wir alle Zeit der Welt. Und dann gehen wir raus. Campende Killer sind scheiße. Aber es ist eine anerkannte Spielmechanik. Nein, ist es nicht. Campen ist für Noobs. Nein, doch, es ist ja, es ist eine Strategie, könnte man sagen, ne? Wer campt, kriegt zwar weniger Punkte, aber... Naja. Soll den Killern selber überlassen sein? Mein Ausgang. Okay. Wir beide sind raus. Sind wir beide raus? Yeah. Das ist der... Okay. Wenn du sagst, wir hauen ab, dann hauen wir ab. Claudette hat gesagt, wir gehen. Deswegen gehen wir. Ja, der arme Doktor, den hat's erwischt. Die Krankenschwester hat sich ihren Doktor geholt. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. War jetzt so die so lala die Runde, ne? Aber wir haben unser Uprank. Ah. Und ich bin immer noch Level Stufe 14 und übermorgen ist der Rang Reset. Der Rang Reset. Das heißt, ich werde wieder mit Level 19 starten und bei den Killern sieht es, glaube ich, bei mir nicht besser aus. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Punkte geachtet. Scheibenkleister. Ja, ich habe ca. 30.000 Punkte gemacht. Bei den Killern bin ich Rang 11, dann komme ich wieder auf 16, 17. Bei den Survivern auf 19. Naja,
Was will man machen? Ja, Daily geschafft. Ach, deswegen. Dann habe ich gar nicht so viele Punkte bekommen. Ich wollte gerade sagen. Das stimmt. Dann habe ich 5000 Punkte gerade mal oder 10.000 Punkte gemacht. Hier ist wieder die Buggy Daily, die immer nachrutscht, ne? Und wenn ich jetzt wieder. Zack. Und da rutscht sie wieder nach. Und ja, da muss ich mich wieder einmal ausloggen und einloggen. Gut, an dieser Stelle würde ich auch sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es, teilt es, kommentiert es und abonniert den Kanal. Denn es kommen immer mehr solche Videos und die wollt ihr ja nicht verpassen. Daher würde ich jetzt sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, hauen Sie rein.